ist so ein Annuitätendarlehen aufgebaut. Das ist der Darlehensstand am Anfang des Jahres, 200.000. Ja? Ich mache mal JA, Jahresanfang. Entschuldigung, 300.000. Ich wollte nur mal gucken, ob Sie aufpassen. Kann man ja sagen. Muss ich nur zu helfen wissen, oder? So, zack. Jetzt haben wir gesagt, der Zins ist 2. Okay? Tilgung ist auch 2. Annuität ist 4. Und jetzt ist der Darlehensstand JE Jahresende. Okay? So. Jetzt die große mathematische Herausforderung. Zinsen. 2% auf die 300.000 sind ca. 6.000, ja? So. Die Rückzahlung machen wir grün, weil damit entlasten Sie sich ja, sind auch komischerweise auch 6.000, richtig? So. Die Annuität, die Jahresrate ist 12.000, einverstanden? So, 2 plus 2 ist 4. So. Wie hoch ist der Darlehensstand am Ende des Jahres? Nicht alle auf einmal. Eva Zwerg und Adam Riese? 288. Okay, wir machen es jetzt mal zur Vereinfachung nur jährlich, weil sonst rechnen wir uns einen Wolf. Aber trotzdem nochmal. Genau. Ja? 294.000 sind noch da. Ne? Weil das eine sind ja die Kosten fürs Geld, die Zinsen, und das andere ist nur die Rückzahlung. So. Dann haben wir am Jahresanfang, am nächsten, 294.000. Jetzt zahlen wir darauf wieder 2% Zinsen. Nur, da sagt die Bank ja nicht, nö, wir nehmen jetzt mehr oder weniger. Jetzt bitte Taschenrechner oder Smartphones anwerfen. 294.000 mal 2%. 5.880, ne? Sehr gut. So. Und jetzt kommt eigentlich das, was Sie wirklich wissen sollen und müssten und sollten, was die meisten nicht wissen. Und deswegen empfehle ich wirklich dieses ganz stinknormale Annuitätendarlehen. Ohne so einen Scheiß wie Bausparen, Riester-Sparen oder so ein Gedöns. Weil hier können Sie zur Not sogar selbst nachrechnen. Ja? So, was passiert jetzt? Wie hoch ist die Tilgung? Erhöht sich die Tilgung ja um die 120. Bingo. Ich habe das jetzt absichtlich gemacht. Ich wollte Sie da nicht in eine Falle. Mir geht es nur darum, dass Sie sehen, wie funktioniert so ein Annuitätendarlehen. Eigentlich heißt das 2% anfängliche Tilgung. Das ist also praktisch nur im ersten Jahr. Und danach, vollkommen richtig, erhöht sich die Rückzahlung, die Tilgung, um die ersparten Zinsen. Und jetzt sehen Sie, was da passiert. Jetzt tilgen Sie nämlich plötzlich nicht mehr mit 6.000, sondern mit 6.120. Ja? Weil Sie ja jetzt 120 Euro an Zinsen einsparen. Einverstanden? Ja? Ja. 6.120. Die Annuität, die jährliche Rate, oh Wunder, ist immer noch 12.000. So. Und wie hoch ist jetzt die Restschuld am Ende des Jahres? Mensch, das haben Sie ebenso schön beantwortet. Noch einen neuen Versuch. Na, so ganz grob. Also 288.000 minus 120, weil die zahlen wir ja jetzt zusätzlich zurück. 287.880, stimmt das? Miss Taschenrechner? Ja? So, dann sind nur noch 287.880 da. So. Jetzt geht das Spielchen weiter. Jetzt ist das Darlehen am Anfang des Jahres 287.880. So, wieder 2% drauf. 5.000, was war das? 758, das runden wir jetzt mal auf. Also da sind wir jetzt mal nicht so kleinlich, ja? Weil sonst rechnen wir hier mit, ne? 5.758
Tilgung ist logischerweise wieder höher, nämlich 242 Euro. Richtig? 6,242. Die Annuität ist, oh Wunder, immer noch die gleiche. Ja? Ja, weil viele denken ja dann, ihre Rate fällt. Nee. Ja? So. Und dann haben wir Restschuld. Oh, jetzt nochmal. Ja. 281.600. So. Ja? Genau. Ja, das heißt, Sie haben jetzt also hier schon nach gerade mal 3 Jahren haben Sie schon fast 19.000 Euro zurückgezahlt. Da geht also echt die Luzi ab. Ja. So, jetzt haben Sie gesehen, knapp 19.000. Jetzt machen wir nochmal folgendes Spielchen. Jetzt haben wir ja hier gesagt, wir packen nochmal 0,15 zusätzlich in die Tilgung. Ja? So, ich ziehe mal einen dicken schwarzen Strich und mache das ganze Spielchen jetzt nochmal.